Willkommen zu Part 7 hier in Terraria und diese Folge werden wir, denke ich mal, keine Höhle erkunden, sondern ein neues Haus für unsere Mitbewohner da bauen. Wir haben ja bis jetzt schon ein Tutorial Mitbewohner. Blauschleim gestellt. Danke. Ich baue hier gerade noch ein bisschen Holz ab. So, let's go. So. Bam! Hast du vielleicht ein bisschen Lehm? Lehm, ja, davon habe ich was. Warum? Wie viel? Lehm. Ich werde eben angegriffen. Jetzt ertrinke ich. Egal. Lehm, 47. Ja, kannst du davon noch ein bisschen was farmen? Weil. Ich weiß aber nicht, wo ich das gefunden hatte. Ich weiß, irgendwo hier an unserem Spawn war das, aber. Bin mir gar nicht mehr so. Nein, das war direkt in der Höhle. Ja, das war irgendwie. Es gibt einmal in der Höhle, Erde und das sieht anders aus. Ja, ich weiß. Ach so, ja, ich hab gefunden. Ich hab direkt gefunden. So, also wir bauen direkt dann noch ein Haus an unser Haus, oder wie? Oder bauen wir das wo ganz anders, oder? Das will ich irgendwo daneben bauen. Ja, würde ich auch sagen. Hier müsste eigentlich der Lehm jetzt sein. Ach nee, da unten. Jetzt habe ich, glaube ich, sogar ein Holz und noch ein paar. Wofür brauchst du den Lehm? Dann kann man nämlich die Wände etwas schöner gestalten. Ja, als ich auf der Terraria-Seite auf diesem Wiki war, habe ich auch gesehen, irgendwas von wegen NPC-Abteilung gab's da. Hast du das da nachgeschaut oder? Nee, das hat der Typ gesagt. Okay. Bau neue Häuser, so, um neue Bewohner zu kriegen. Ja, man braucht in einem Haus einen Tisch, Ach so, deswegen ist er wahrscheinlich zu uns gekommen. Nein, du konntest, ja, ich hab den da hingesetzt. Oder? Es ist ja, jetzt sein doch... Haus quasi. Ach so, jetzt ist es sein Haus, ja, okay. In Anführungszeichen. Dann werde ich ihm jetzt mal lebt, ja. Zeigen, wo es lang geht. Jetzt auf die Schnauze. Nein, wir bauen. Ernsthaft. Ja. Das ist immer noch unser Haus hier. Der hat uns geklaut. Stirb. Ja. Dem gehört das mittlere Stockwerk. Achso, man sagt, es gibt jemanden, der dir erklärt, wie man in diesem Land überlebt. Oh, Moment, das bin ja ich. Hilfe. Unterirdisch finden sich Kristallherzen, die verwendet werden können, um eine maximale Lebensspanne zu erhöhen. Um sie zu erhalten, benötigst du einen Hammer. Okay, das ist schön, nur was, wo sind denn Edwin de Merchant? Geil, der ist tatsächlich ein neuer Bewohner. Jetzt Achtung, der sagt jetzt hier uns irgendwie von wegen, es gäbe Kristallherzen da unten. Die kann man mit einem Hammer rauskloppen. Doch wie sehe ich, dass da ein Kristallherz ist? Ich glaube, das siehst du schon. Oh. Damit eine Krankenschwester einzieht, solltest du eine maximale Lebensspanne erhöhen. Okay. Wenn du ein Gewehr hast, sollte ein Waffenhändler auftauchen, um die Munition zu verkaufen. Wir brauchen unbedingt ein Gewehr. Du solltest dich selbst testen, das ist ein starkes Monster. Cool. Ich habe einen gefunden, bei dem man handeln kann. Man soll sich selbst testen, indem man ein starkes Monster besiegt, um Aufmerksamkeit eines Triaden zu erregen. Was ist ein Triad? Behalte alle Bomben, die du findest. Ein Sprengmeister möchte vielleicht einen Blick darauf werfen. Habt ihr Bomben gefunden? Ich glaube bisher nicht. Wenn du Linsen auf einem Dämonenaltar kombinieren möchtest, solltest du einen Weg finden können, ein mächtiges Monster herbeizurufen. Du sollst jedoch nur zur Nacht warten, bevor du es verwendest. Das ist wahrscheinlich dann dieser Schleim da. Du kannst einen Wurmköder mit verfaulten und Ekelpulver erzeugen. Achte aber darauf, dass du dich vor der Verwendung in einem verderbten Gebiet... Haben wir... Also, ich weiß, wir haben irgendwie dieses verdorbene... Irgendwas verdorbenes habe ich gekriegt gehabt. Kannst du mir vielleicht den Leben geben? Ja, wie viel? Ich habe 97. Willst du alles? Gib mir am besten alles, ja. Na, ich kann es gar nicht wegwerfen. Mit Tee. Also, ja, ich habe jetzt probiert, das aus meinem Inventar wegzuwerfen oder so. Ach, der wohnt schon da oben. Wer? Edwin the Merchant. Ganz sicher, dann wäre der auch bei uns im Haus drin. Nein, guck da oben. Du kannst auf Behausungsmode gehen. Geh mal Escape und rechts, wo du die Sachen anziehen kannst, gibt's dann einmal noch Behausung und
PvP kann ich da anschalten. Nee, lass das aber aus. Ach so, hier, Behausung. Hier, tatsächlich, Edwin the Merchant. Kann ich jetzt dahin befehlen, oder wie? Ach so, diese Behausung ist bereits... Nee, der wohnt da schon. Tatsächlich, du hast recht, denn wenn man da sagt, dass der da hingehen soll, dann ist der da schon. Der wohnt da tatsächlich schon. Du hast recht. Das ist ja cool. Dann bauen wir einfach noch ein Stockwerk. Soll ich noch gerade eins bauen, oder? Ja, stimmt, man sieht es auch daran, dass da irgendwelche komischen Poster oder sowas hängen. Ja, aber auch nur, wenn man das angeschaltet hat. Nein, ich baue jetzt, ich habe jetzt vor, noch ein Haus zu bauen, nochmal extra. Ja, mach das, aber ich baue jetzt hier auch noch, ich baue jetzt hier noch ein Stockwerk, okay? Okay. Ja. Ich glaube, ich sollte mal was machen, zu dem Bogen hier. Wenn man sagt, hui. Ich bin auch ein Genie im Zielen. Ist doch schön. Geht doch. Nächstes Stockwerk. Das übrigens das obere Stockwerk, das bis jetzt da gebaut wurde, wo dieser Edwin drin wohnt da. Ja. Du weißt schon, das ist eins zu hoch gebaut, vielmehr der Boden ist eins zu niedrig. Wie hoch sollen wir die bauen? Ja, 6 hoch soll die Wand sein, aber da ist das Problem, die ist denn im Prinzip dort 7 hoch, weil der Boden ist 1 zu niedrig. Der Boden? Hä? Ja, es ist so. Siehst? Spring mal, okay, spring 6. mal von ganz unten, versuch 1. alleine ohne Hilfe hier ganz hoch. Guck, siehst du mich? Ich mache jetzt einen großen Sprung. Ich komme nicht ganz hoch. Ach so, okay. So, jetzt Achtung. Warte, 1. Warte, 1, 2, 3. Oh, da unten ist ein Slime. 4, 5, 6. Was wollte ich bauen? Ich wollte diese Hintergrunddinger bauen. Hintergrundholz da. Dreckwand. Nee. Holzwand, gell? Aus so einem Holz. Ja. Warte so, ich brauche jetzt eine Tür. Klar, so 6 Klaus. Kann ich mir leisten. Ich habe einen Slime-Banner. Und was bringt der? Keine Ahnung, gucke ich gleich mal. Vielleicht. Ja doch, gucke ich gleich mal. Glas Dorf. Ich finde diese blauen Fackeln ja so geil. War ja klar, hätte ja nicht anders kommen können. Und direkt nochmal. So, ich muss nochmal Glas. Nein, ich muss nochmal. Hoch. Nein, ey, stopp, es ist jetzt zu weit. 2. So, dann müssen da Tische reingestellt werden und. Also ein Tisch und 2 Stühle oder wie? Ja. Okay, das ist schön, dann mache ich das jetzt. Ich mach dann auch keinen. Und ein Holztisch. So. Mach auch gerade noch mal eine blaue Flagge. So. Fackel. Hier oben, das ist irgendwie ziemlich dunkel, darum hänge ich hier noch eine gelbe rein. So. Ja, okay, und jetzt, wie kann da einer jetzt einziehen? Jetzt gehe ich wieder auf dieses Personenmenü oder was? Warte. Warum ist ja, denn ich glaube, wenn da steht... Drin? Wenn da steht, ist es, ich glaube, wenn wir das nächste Mal reingehen, steht das dann da drin. Wenn da steht, das ist genehmigt dafür, also da kann niemand einziehen, dann... Und wie steht es da? Wenn du auf Fragezeichen drückst. Ach so. Okay. Unser Edwin da hat mich angegriffen.
Was kann der noch mal? Da kommt doch irgendwas. Das ist ein Händler. Ach so, und warum geht er nicht ins Haus rein? Gospala. Der ist beim nächsten Mal, wenn wir, oha, sorry, das ist wenn wir spawnen. Da kauf oder stirb. Sehr geil. Los, jetzt komm ins Haus rein. Ja, oder auch nicht. Pech. Wie viel Glas haben wir hier? Gar nicht mal so viel. Oh, da ist wieder ein Auge. Glas komplett. Also die Frage ist. Ja, ich habe auch noch Glas. Diese Behausung ist geeignet. Geeignet, ja. Geeignet. Ist belegt, belegt. Ja, okay. Ja, also es ist geeignet, meine Behausung, die ich gebaut habe. Ja, dann wird irgendwann demnächst eine einziehen. Nee, man muss den erst zuteilen. Nee, warte, das baue ich gerade da drüben, ja, nicht gerade da. Sezieren. Ja, sezieren. Ja, Auge klar. Sezieren man mit dem Schwert. Das ist doch völlig normal. Alltag ist das. Bluestained Glas. Nee, lass mal was machen. Glaswand hab ich glaube ich nicht. Nee, eigentlich mach ich das ja immer mit der Kettensäge, aber leider habe ich momentan keine hier. So schneide ich auch immer meine Pizza. Ja, ah. Also, was verkaufst du mir denn? Du verkaufst mir einen Bergmannshelm. Der ist geil. Ich will von dem den Bergmannshelm haben. Den kaufe ich mir. Aber eigentlich, nur weil er bei uns wohnt, sollte er mir schon alleine durch die Miete des Portals geben müssen, als Bezahlung. Oder? Was meinst du? Na egal. Geschäft. Ich hab falsch geschossen. Ich hätte sehr, sehr gerne. Guck mal, ich packe will ich nicht das auch. Ich packe will ich auch. 50 Kupfer. 8 Gold! Ja. Haben wir. Alter, bitte. Hast du Gold? Hast du Gold? Hast du Gold? Mhm. Och, ja. Hätten wir nämlich Gold, dann könnten wir uns den Bergmannshelm kaufen. Der leuchtet im Dunkeln. Der macht Licht im Prinzip, wie eine Fackel, als würdest du eine Fackel halten. Wir brauchen unbedingt Gold, nur wo finden wir? Ah, schon wieder ein Auge. Zumindest, ich habe mir jetzt Schuriken geholt von dem. Scheiße, ich hab's gebrochen. Schuriken. Ich probier mal, wie viel Schaden. Bumm! Na, die, doch, die macht schön Schaden. Jetzt hab ich gar keinen. Ja, was soll's. Ich würde sagen, hier beenden wir einfach mal den Part, oder? Denn das Haus ist gebaut und... Warte. Ich bin noch dabei, ein zweites Haus schön, zu bauen. Ja, dann im nächsten Part weitermachen. Denn du willst ja selbst nicht, dass die immer so okay werden. Alter, hier ist ein Mega-Zombie. Der ist richtig mega, den will ich jetzt auch noch platt machen. Jetzt gibt's Rache. Oh, Zombie, das hättest du nicht tun sollen. Ja, los, bauen wieder. Hopp, los. Zu und let's go. So. Und nochmal. Und eine Truhe. Ah, eine Truhe kann ich nicht bauen, egal. So. Also dann beenden wir hier den Part und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, dann bis zum nächsten Mal hier in Terraria und dann tschüss. Tschüss.